So. Uff. Oh nein. Ach, verdammt. So. Genau drauf halten. Sehr gut, haben wir einen Waffenaufstieg. Schnell. Lässt es wohl? Sehr gut. Also diese Viecher sind echt so ein bisschen nervig, ne? Mhm. Hallo, sonst ging's doch auch. Ah, was hier? Hier ging's, glaube ich. Oh, komm schon. Tricky sein. So, äußersten Punkt erwischen. Oh, Glück gehabt. Puh, es ist echt Millimeterarbeit, ne? Allerdings wird uns das da hinten nicht gelingen, das kann ich jetzt schon verraten. Ah! Aber ich kann wegrennen, das ist gut. Mhm. Das tun wir auch erstmal. So, und ich glaube, wir kommen hier raus. Ja, genau, hier geht's auch. Was, abgestürzt? Oh. Das macht keinen Spaß, wenn du so rum... Also, die sind echt so ein bisschen mega aggressiv, oder? Haben die keine Freunde oder so? Ich frage mich immer, was ist am Grund dieser... Aber diese Felsen können wir unmöglich bewegen. Vielleicht finden wir einen anderen Weg hindurch. Okay, dann suchen wir mal. Ja, der lungert da jetzt rum. Also die sind echt übel. Also diese hundeähnlichen Viecher sind echt garstig. Von hier ist es zu weit, oder? Ich habe es noch nicht probiert, ob ich da rüberkomme. Ja, so weit reicht es nicht. Aber vielleicht von hier aus. Ja, wir versuchen ja alles, ne? Ja, ein bisschen besser springen. Na, ein Stückchen, glaube ich, ne? Das war schon ganz okay. Ich glaube, das ist der kürzeste Weg, ja. Na, ne. Gut, lassen wir das. Wow. Halt drauf. Genau, mach die Mitte platt. Alter, bist du verrückt? Bist du verrückt, Mann? Lass mich in Ruhe. Gott sei Dank. Ich muss jetzt den Kern klauen. Ah. Komm schon, gib den Kern her. Elende Mistkröte, ey. Ja, es geht gar nicht. Der ist wichtig. Februar 2084. Ich bin mal leise. Mich ausgesperrt. Mich, Julius Roldan. Ich habe keinen Zugriff auf den Hauptkern mehr. Ist das Mandat verrückt geworden? Was, wenn mit den Pylonen etwas schief geht? Wer hält das Terraforming auf Kurs? Die Kernbots waren nie befugt, auf den Hauptkern zuzugreifen. Die einzigen, die außer mir Zugriff haben, sind die Wartungscrews im Edenturm. Aber vielleicht wollte das Mandat das die ganze Zeit.
Warum habe ich das nicht erkannt? In den Crews ist ein Spion. Jemand, der in seinem Crawler schläft und auf den Befehl des Mandats wartet, das Projekt zu übernehmen. Mein Projekt. Ohne zu wissen, wer es ist, vertraue ich keinem. Niemand wacht auf. Nicht ehe ich weiß, was genau das Mandat getan hat. Okay, dann wissen wir schon mal, irgendwas ist mit den Kernbots halt vom Mandat geschehen. Aber mir stellt sich immer noch so die Frage, warum sollte das Mandat die einzige Mission zur Rettung der Menschheit, die man ja gemeinschaftlich beschlossen hat, sabotieren? Also geht es irgendwie nur wieder um Macht, aber man kann auch nicht mit der Macht spielen, wenn es auf einmal darum geht, die Menschen zu retten. Die paar, die noch übrig sind. Also schon so ein bisschen komisch, oder? Genau. So. Draufhalten. Sehr schön. Und suchen bitte. Genau. Hast was gefunden, ne? Mhm. Schön buddeln. Ja. Aber so langsam kommt halt Licht ins Dunkel bei der Story. Das finde ich ganz angenehm. So. Ich mag diese Klettersachen und dann halt irgendwas finden. Das ist so echt cool. Ich weiß nicht, stehe ich irgendwie drauf. Übrigens gibt es jetzt die Info von EA für alle EA Access Mitglieder. Dieses Jahr noch Mirror's Edge Catalyst, also der neueste Teil. Und Star Wars Battlefront bei EA Access verfügbar sein wird. Das ist natürlich echt cool. Weil das heißt für mich, ich brauche es mir definitiv doch nicht mehr kaufen. Ich war schon bei der letzten Rabattaktion oder Preisnachlassaktion von Mirror's Edge, war ich schon am Überlegen und dachte mir so, und dachte mir so ganz ehrlich, nee, ist ein EA-Titel. Auf wozu hast du denn sonst EA Access? Und Mirror's Edge ist noch nichts, was ich gleich am Release brauche, ne? Nee, nicht wirklich. Oh, ich hasse Husten, ey. Ich hoffe bloß, das wird nicht noch schlimmer. Letztes Mal ist die Bronchitis immer richtig übel geworden. Wie Wehchen, wie Wehchen im Alter. Mhm. Versuch, was zu Jupp, er speichert praktisch kurz vor der Brücke. Ja, es ist etwas nervtötend. Und einmal rauf, Bill. Noch ein Crawler? Ich dachte, das wäre Sperrgebiet. Aber guck mal, der hat irgendwie so eine komische Ekeldecke obendrauf. Ich weiß nicht, wie will man das sonst nennen? So, wir gehen aber nicht rein, wir werden erstmal hier alles ringsum einsammeln. Finde ich persönlich sinnvoller. Ja, aber das ist nur verbuddelt, also das sieht eigentlich noch voller im Vergleich zu den anderen. Wenn ich überlege, Kai's Crawler, wie der zerlegt war, der hier sieht noch intakt aus. Er hat einfach nur eingeschlossen, ne? Im Sand. Aber so sehen die dann aus. Schon cool. Ich hätte so ein Ding gerne mal in Aktion gesehen. Also wenn es halt wirklich am Fahren ist. Das wäre irgendwie genial. Na, vielleicht gibt es da mal die Möglichkeit später zu oder so. Wer weiß. Ich weiß gar nicht, war hier hinten irgendwas? Anscheinend nicht. Gut, das ist nicht so weiter problematisch. Das heißt, ruf da auf das Ding und alles einsammeln. Jo. Und hier waren so eine Sendeantenne, ne? Ha.
Muss ich gleich nochmal gucken. Also es ist echt so ein Ekelteppich, ne? So ein Ekelfleischstachelteppich. Ich krieg garantiert Ausschlag, wenn ich hier weggehe. Ist einfach nur so widerlich. Ist hier denn irgendwas, dass der so summt? Ha, nee. Na gut, dann gehen wir mal rein. Klopfen wir mal freundlich an, vielleicht ist ja jemand zu Hause. So. Und? Ah. Auf. Hallo? Ist jemand hier? Ist auch keine Energie mehr da, ne? Das ist nicht so gut. Schau mal hier. Krass. Victor. Ha. Er hat irgendwas mit den Kernbots gemacht. Er sie die Crawler angreifen lassen? Aber warum nur? Okay. Okay, oh, das sieht doch nicht gut aus. Das zerbrochene Glas. Ach du Scheiße. Sie wurde beschädigt. Und ist nie aufgewacht. Übel. Und er versucht seinen Typen zu beschützen. Du hast das gezeichnet, oder? Ich denke mal. Dein Crawler. Dein Begleiter in der Kapsel.